Und da sind wir wieder bei Warhammer Chaosbane im Koop mit dem lieben Daniel, der Hallo, Zwergi. Ich habe meinen Einsatz verpasst, tut mir leid. Ich war schon so ein bisschen im Dämmerschlaf quasi. Ach, du bist doch schon wieder im Kriegsrausch, so sieht's doch aus. Ja, ich hatte meinen Blick schon wieder auf den sexy Arsch von den ganzen Monstern. Und, okay. Da will ich jetzt meine Axt drin versenken. Also, wir haben das letzte Mal aufgehört und was haben wir denn eigentlich nochmal besiegt? Ich hab's vergessen. Wir waren auf jeden Fall auf einem sehr großen Friedhof. Stimmt. Ein sehr großen Friedhof. Und haben festgestellt, dass die Level immer wieder verwendet werden. Und wir haben so ein bisschen die Befürchtung, dass wir die Stadt nie verlassen werden, sondern nur die Umgebung quasi abgrasen. Ja, genau. Na gut. Lass uns mal zulaufen. Gehen wir mal in die Stadt, die wir nie verlassen werden. Also, wir müssen wieder zurück zu Teklis. Ein ferner Verwandter von Thekla, wenn du weißt, wer das noch ist. Thekla? Hat irgendwas mit Spinne zu tun, oder? Ja, Biene Meier. Naja, gut. Oh Gott. Ich klicke an. Ist gut. Ja. There is no time to waste, Elantir. A champion of Nurgle is loose beneath the streets of Nuln, and the city is in terrible danger. How can this be? Kessler's cult has been destroyed. A chaos cult is an extension of its master. Most are nothing more than depraved souls dabbling in powers beyond their ken. But Kessler is different. Somehow he learned enough forbidden lore to win Nurgle's blessing and rise to the rank of champion. I should have guessed the truth when you first fought the Ungors. No human cult could command such loyalty from the Beastmen. They are here to form the Chaos Champions war band. They will have been promised blood and flesh in return for their service. Now that the champion has ascended, he must pay their price or risk the wrath of Nurgle. I have sensed the presence of chaos magic deep in the sewers. Search the area and follow Kessler's trail back to his lair. Once we've found his hidden camp, we will decide what to do next. Juhu, wir dürfen wieder in die Kanalisation, da waren wir ja noch nie. Gibt's irgendwie in Warhammer eigentlich nur Kanalisationen? Also, ich meine, schon Vermintide hat uns ja eigentlich ständig in irgendwelche Kanalisationen mit Ratten geführt und jetzt schon wieder. Das ist. Man könnte fast meinen, die haben sich abgesprochen so und gemeint, ey, wenn ihr schon Kanalisationen werft, dann gibt uns mal die Level-Designs rüber. Können wir gleich auch gebrauchen. Packen wir auch alle unsere Levels hier in Kanalisationen. Ja, ich befürchte, hier gibt's nur Kanalisationen. Und Friedhof. Also gut, Abmarsch. Was ich ein bisschen witzig fand, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber vermutlich auch. Der Bösewicht hat wieder so einen deutschen Namen, ne? Ja. Kessler, das ist einfach wieder so ein, keine Ahnung, das könnte auch aus irgendeinem Zweiten Weltkrieg-Film stammen, so, der Angriff Kesslers muss erfolgen. Da muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen, weil, das Universum Warhammer ist halt sehr an Europa angeglichen. Wie ja, das weiß ich. Bretonen und sowas und die Deutschen machen halt in dem Sinn auch mit, also Anführungszeichen. Und da kann es natürlich auch sein, dass halt solche Namensgebungen drin sind. Also es hat nichts jetzt damit zu tun, dass unbedingt der Deutsche der Bösewicht ist. Keine Ahnung. Nein, aber vielleicht keine Ahnung, irgendwie habe ich immer so, es ist immer so ein bisschen auch so ein Klischee, der Deutsche ist halt oder halt der klassische Nazi ist halt immer so der dankbare Bösewicht irgendwie. Was habe ich denn da für ein Magier-Dings drin? Was macht denn der? Oh, der macht ja coole Sachen. Also ich muss schon sagen, seitdem wir diese Götterdinger da haben vom letzten Mal, das ist ja, das tut hier gerade komplett eskalieren. Also ich würde mal sagen, die Schadenszahlen haben sich seit dem letzten Mal so ungefähr verdoppelt. Und du hast jetzt eigentlich so einen Wirbelsturm, kann das sein? Ja. Wirbelsturm, der echt böse Aua macht. Ja. Was macht der? Und dreht sich auch im Kreis? Hey, im Kreis drin kann ich besser als du. Und mal schreien könnte ich wieder, ne? Das bringt immer so ein bisschen Hitpoints. Ich
Ich muss mal kurz das Spiel ein bisschen lauter machen. Sonst boah, das ist ja das Gegenteil von sonst. Ja, sonst weil bist du ja immer der. Ich muss alles leiser machen. Ja, weil du gerade im Mikro sehr laut bist und um das ein bisschen auszugleichen, sonst hört man wieder nichts vom Spiel. Ja, es ist immer wieder eine Wundertüte mit uns. Die Soundprobleme. Ja, wir sind halt einfach echte Amateure in dem, was wir tun, ne? Ja, wir kommentieren nicht nur furchtbar, die Technik ist auch furchtbar. Mhm. Aber nochmal auf das Länderthema zurückzukommen. Weißt du so grob, welche Länder eigentlich was repräsentieren? Was ich mal gelesen hatte, so letztes Jahr, glaube ich, was sie in Warhammer jetzt irgendwas noch nachträglich hinzugefügt haben, was so China, glaube ich, ja, die nachbilden sollen? Ja, die gibt's gar nicht offiziell. Also die gibt's schon, aber nur von Erzählungen, aber es gibt keinerlei Figuren oder sowas. Und das ist eher so Randnotiz, aber es ist jetzt der neue Teaser von Warhammer 3 rausgekommen und dann wird wohl, oh Gott, wie heißen die? Kaysiana, irgendwie sowas wird da angedeutet als Land und scheinbar werden die das allererste Mal überhaupt diese asiatische Raum spielbar gemacht. Also es gibt ja auch keine Grafiken oder wie die Leute da aussehen oder die Rüstung oder sonst was. Also es wird alles komplett neu gemacht. Scheinbar. Also wenn der Teaser so stimmt. Okay. Und du hast ja die Warhammer, die anderen Spiele da mal gespielt gehabt, ne? Ja, nee. Aber mehr schlecht als recht. Warhammer hat natürlich ständig extrem viele Spiele. Welche meine ich denn? Wie hießen die denn? Und du redest jetzt von den Echtzeit-Strategie, oder? Total War Warhammer. Ja, genau. Genau. Die Echtzeit-Strategie-Spiele, da habe ich immer mit dem ersten angefangen. Da möchte ich noch auf jeden Fall die Reihe mal durchspielen. Aber mich reizt es momentan nicht so wirklich, den alten Kladderadatsch vom ersten Teil noch fertig zu machen. Das schaut halt heutzutage doch nichts mehr so aber schnick aus. Du meinst jetzt aber 40k, oder? Ja, genau. Oh, ein Künstlerin, ein Orangener. Genau, ja. Ja gut, ist ja schon wieder anders dann mit den Orks und so weiter. So, wir müssen wieder was töten. Wer hätte das gedacht? So, dann. So. Wegen den Fragmenten habe ich mich mal so ganz rudimentär schlau gemacht. Die braucht man scheinbar für diese Göttergaben und so ein Zeugs. Okay. Wie auch immer man die verwendet. Keine Ahnung. Vielleicht verwendet man die auch automatisch, indem man da die Punkte reinsetzt. Oh, da ist irgendwas Großes da hinten. Ja. Das Grüne ist. Ich bin tot. Ich war gestunt und bin tot. Ich bin auch gerade. Ich warte mal auf Hilfe. Ja gut, Ach, oder ich setze einfach meine Kohle ein, ist ja wurscht. Der heilt sich irgendwie. Ich vermute mal, das ganze Kleinscheiß heilt ihn, ne? Ja, ich mach halt mal... Hä? Mein Special ist irgendwie ziemlich unspektakulär gewesen, glaube ich. Ich weiß nicht, warum ich permanent Energie verliere bei dem. Da ist so grünes Zeug auf dem Boden zum Beispiel. Ja, Angriff ist da gerade nicht wirklich möglich. Hä? Was ist denn das? Was ist das für ein Scheiß? Ich krieg so nicht viel Schaden. Oder ich, keine Ahnung, vielleicht heile ich aber auch gegen. Keine Ahnung. Da ist er schon weg, ne? Hab ich gut gemacht, glaube ich. Ey, immer wenn ich Schaden auf den gemacht habe, hab ich enormen Schaden gekriegt. Tja, keine Ahnung. Hast du dein Kampfzeug dabei, dein kleines Kampfhaustier? So, ja, sind wir schon wieder fertig mit dem Level, ne? Ne, wir müssen noch den Kesslers Spuren weiterfolgen. Ja, aber dann müssen wir hier weiter. Ja, ich hab nur mal geguckt. Bin noch neugierig. Hast du nach Kisten gelurrt, ne? Ein bisschen.
So ganz verstanden, was die Kugel jetzt macht, bei mir habe ich jetzt noch nicht. Oh, weißt du, was ich vergessen habe? Nee. Ich habe beim letzten Mal zwar noch diese Götterfähigkeiten ausgewählt, aber die noch gar nicht wirklich in die Leiste gezogen. Das mit der Götterfähigkeit musst du mir nochmal erklären. Ich glaube, das habe ich total übersehen. Muss ich mal gucken nachher. Ah, jetzt machen wir erstmal das Level. Das geht ja ziemlich zügig trotzdem. Und nachher muss ich mal gucken, was ich da eigentlich noch kann jetzt da. Oder ob das vielleicht nur passiv waren. Ich weiß es gar nicht. Das Level kommt mir bekannt vor. Da waren doch welche aufgespießt beim letzten Mal. Ja. Oh, da kommt wieder was Dickes. Sollst mich doch nicht so nennen. Ich stampf halt mal mit einem Hingelstein. Ja, genau. Nur wenn Wildschwein in der Nähe ist. Oh, dieser Kotzbrocken hier, meine Güte. So, jetzt machen wir hier mal. Was ich manchmal sehr witzig finde, ist, welche Ähnlichkeiten eigentlich Warhammer und Warcraft eigentlich haben. Also so von den Viechern, die rumrennen. Oh, das darfst du aber jetzt in jeweiligen Parteien nicht so laut sagen. Ja, naja gut, Warcraft ist ja im Endeffekt da ist eine daraus entstanden, dass Blizzard irgendwann mal einen Warhammer machen wollte oder sollte und dann doch nicht machen durfte oder sowas. Und dann haben sie das Spiel hergenommen, haben einfach das Zeug ein bisschen umgemodelt und haben aus Warcraft geboren. So. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Weißt doch, Blizzard kann ich selber machen. Blizzard, oh, jetzt, die waren jetzt, schon immer. Was ist mit dir heute los? Jetzt teilst du hier in einer Tour aus. Blizzard hat es bei mir sowieso verkackt. Weißt du, und ich darf jetzt dann wieder die Bogen kletten. Nein, der hat es nicht so gemeint, er war betrunken. Okay. Oh, da ist ja noch eine Kiste. Das trifft sich ja gut. Kisten mag ich. Sag mal, ich muss mal kurz in den Inventar gucken. Ich krieg hier ein oranges Ding nach dem anderen durch die Gegend geworfen. So, warte mal, was ist da das Orange? Da, neues Gewand. Finde ich gut. Was haben wir noch? Neues Oranges. Ne? Ein neues Scharwert. Ja, mehr Schaden ist gut. So. Das nehmen wir auch. So. Bis auf zwei Sachen, glaube ich, bin ich komplett orange jetzt ausgerüstet. Okay. Da ist was passiert ist. So, jetzt wollen wir hier mal Tabula Rasa machen. Ja, blöd. Kostet mich halt schon wieder irgendwie Punkte, die ich nicht habe. So. Was mache ich denn? Ich häng gerade fest. Scheiße. Du magst es schon, ne? Ich ja. Dann können wir mal was gucken. Fertigkeitenpunkte 10 sind ein bisschen. Ach, dann machen wir halt die 1er Stufe. So. Mal gucken, was das jetzt kann hier. Ich habe mal ein bisschen umgebastelt. Ach, ich wollte ja noch diese Superfähigkeit auf eine andere Taste legen. Naja, gut. Das nächste Mal. So wirklich überzeugt bin ich nicht. Naja, mal gucken. Mal gucken. Oh, da habe ich ja was. Da habe ich ja was übersehen gehabt. Da war noch was Orangenes. Ja. So, hier mal hier den Blitzzauber machen. Oh, nee, das war der falsche Knopf. Kannst du auch mal Schönwetter machen? Nee, bei mir gibt's so Unwetter. Nur, ich
sehe hier immer nur so böses Wetter. Da ist schon wieder was Orangenes. Meine Güte, hier ist aber Ludorama. Ja, es droppt momentan ganz gut. So, machen wir alles hier weg hier. Wollen wir doch mal Kessler wiederfinden. Hoch, irgendwie mache ich gerade ziemlich hohen Schaden. Warum? Sei doch froh. Ich bin immer jemand, ich würde ganz gern verstehen, warum was passiert. Ach was. So, was ist denn da? Ui. Irgend so komisches Giftzeug. Oh, da hinten ist eine Kiste. Jawoll. Kiste? Eine Hose. Die ich, eine... Dings, die Hose. Ui, was ist da? Da wird doch Orangenes. Mal gespannt, ob es da noch eine höhere Stufe gibt. Also, Orange ist ja so in klassischen Blizzard-Spielen oder halt in anderen Rollenspielen ja eigentlich immer so das Höchste, was es gibt. Also, es sind ja so legendäre, aber... Oh! Gestunt, sehr schön, danke. Bleib mir vom Leib! Ach komm, du dicke Murmel, du kommst doch gar nicht durch. Das denkst doch nur du. Ich meine, ich könnte auch mal das hier aktivieren, so. Naja, gut, also der hatte jetzt ja wirklich nichts mehr. Das war jetzt Perlen auf die Säue. Na und? Nur wenn er meint. Du kannst es ja so clever einsetzen. Ich bin froh, dass ich überhaupt die Taste gefunden habe zum Einsetzen. Also. Ja gut, das hat ja tatsächlich auch ein bisschen gedauert, bis wir die gefunden haben. Das ist ja nun wahrlich besonders gut angeschrieben. Quasi das Kleingedruckte unter dem Vertrag. So sieht's aus. Ich habe da schon wieder was Neues Oranges gekriegt. Heilige Güte. Ich hab gedacht, ich bin schlimm, weißt du, bei jedem anderen Spiel holst nee, du ich rum, guck, ich guck auch nicht mehr. Ich guck auch nicht mehr. Nee, das machen wir nach der Mission. Hast du recht. So. Was ist denn da? Da guck mal, ich habe auch eine Kiste gefunden. Ui, noch mehr Orange. Da gibt's mit Sicherheit noch eine Stufe drüber. Kann ich mir da vorstellen, dass das schon alles ist. Ja, dunkelorange. Rosa. Ja, huch. Ups. Hab ich da versehentlich zweimal geklickt? Nee, ich habe auch geklickt. Okay. Ja. Na gut, dann geben wir die Quest einfach direkt wieder ab, hm? Wie, mal kein Levelaufstieg? Das ist ja voll scheiße. Kriegen wir gleich noch. Gibt doch mit Sicherheit wieder eine Belohnung. Also ich wäre schon mal glücklich, wenn der Händler endlich mal freigeschalten wäre. Nein, spenden. Spenden musst du. Ja, ja. An die göttliche Institution? We have him. Kessler's trail led to an ancient cavern that connects to the sewers. It's part of a network of caves that run for miles to the west, beyond the edge of the city. Now we know how the servants of Chaos were getting into the sewers. There's an ancient set of ruins west of the city. Perhaps that is where the enemy's camp is hidden. Bevor ich jetzt weiterklicke, wollen wir mal ein Spiel machen? Immer wenn sie Kanalisation sagen, müssen wir einen Schnaps trinken. Ich habe keinen Schnaps im Haus, tut mir leid. Ach Mann, ich auch nicht, aber das nächste Mal müssen wir uns das besorgen. Wir gehen rotzbesoffen. Ich habe noch eine große Flasche Jägermeister, wenn das auch funktioniert. Das geht auch. Ich meine, wir würden dann rotzbesoffen aus jeder Session rausgehen. Ja, wahrscheinlich würden wir die Kanalisation gar nicht erst sehen, ja. So. Was ist jetzt? Also. Jetzt müssen wir die wieder finden, die Burschen. Ja, bei mir Spiel ist euch noch alles hier. So, darf ich jetzt mal kurz nach Ausrüstung gucken? Ja, ja, ich tu jetzt auch mal. So. Tu jetzt auch mal gucken. Ich habe nämlich neue Helme gekriegt.
Rüstung, maximale Gesundheit, Schaden durch Gegenangriff. Nehmen wir mal den Helm. Das ist... nö. Nö, 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 nö. Das ist ja wunderbar. Ich habe da eine neue Axt. Die macht wieder schön viel Schaden mehr. Maximale Gesundheit plus 631. Okay. So. Okay. Schadensbonus, ne, das ist ja eigentlich gar nicht so gut. Dann spenden wir mal. Einfach gewöhnlich selten. So, weg mit. Rufbelohnung, okay. Ich habe jetzt schon Stufe 4 Ruf. Toll. Was auch immer mir das bringt. So, ach so, das war ein... ach so. Ja, wieso skill ich das eigentlich, wenn ich das gar nicht skill? Oder einsetze? Ey! Moment! Okay. Die orangen Sachen sind seltene Gegenstände. Es gibt noch Heldengegenstände. Das heißt, die haben nochmal eine andere Farbe. Ich dachte, ach scheiße, jetzt habe ich nicht versehentlich das andere Orange alles verkauft. Naja. Was soll's. So, jetzt habe ich mal ein bisschen umgeskillt auf, dass ich mehr aushalt. So, mal schauen, was kostet denn der Spaß alles. 5 Fähigkeitenpunkte. Oh, sind die das denn des Wahnsinns? Ach da. So, was haben wir denn noch so alles Schönes? Ja, sonst haben wir nichts, okay. Ich brauche mehr Punkte. So, jetzt spenden wir nochmal hier. Also, weg damit. My magic is not ready yet. Ja, ja. Rufbelohnung, 3000 Goldkronen. Oh. Komm, ich bin heiß, ich habe noch einen Zauberapparat. Ja, ja, warte mal, was habe ich denn da? Warte mal, jetzt habe ich ja wieder, jetzt habe ich ja wieder von den komischen Punkten da welche bekommen, ne? Mann. Also du brauchst dich nicht beschweren, du machst ja Mods hier den Drara drum. Es ist ja nicht so, dass das Spiel uns da völlig überfordert. Ja, mich schon. Mich schon. Hallo, ich muss da hier mehr Sachen drücken als nur die linke Maustaste. Das ist ganz schön viel. Ich muss auch mehr als die linke Maustaste drücken. Manchmal drücke ich auch die rechte.